So, also jetzt habe ich mich erstmal wegbewegt von dieser einen Stelle. Jetzt gucke ich mal. Ja. Das ist natürlich gut hier. Das brauche ich, das brauche ich. Das kommt rein. Ist voll. Ah, wahrscheinlich mit den Truhen. Was ist denn noch alles drin? Dreck habe ich hier drin. Daraus könnte ich weitere Anbauflächen machen. Anbauflächen. Dazu brauche ich. Plastik. Was? Kein Holz? Was soll denn der Scheiß? Komm ich hier raus? Lass mich raus hier. Was ist denn hier los? So, davon habe ich was. Weil dann kriege ich das auch wieder verstaut. Gut, dann kann ich die Anbauflächen nämlich hier noch reinschieben. Und dann habe ich wieder einen Stauraum mehr. Pustekuchen war es. So, die können hier rein. Dann kannst du dann da rein und ach, was der Teufel. Schrott habe ich ja auch. Rezept. Sag mal, ich bewege mich irgendwie nicht von der Stelle. Gut, Nägel und Schrott kommt da rein. Was kommt da? Die Öfen. Habe ich einen Paddel? Nein, habe ich nicht. Gut, du kannst da rein. Du kannst auch da rein. Scheiß drauf, kommt da rein. Das kann jetzt mal da rein. Das kann jetzt mal da rein. Das könnte ich eventuell gebrauchen. Fisch und das kommt nach unten. Seil bleibt hier oben. Paddel brauche ich. Gut, weil ich habe das Gefühl, ich muss mal gucken, ich bewege mich nun ganz langsam von der Insel weg. Deswegen lasse ich mal sicherheitshalber das Paddel drinnen. Bum, bum. Gut, weiter geht's im Spiel. Hier runter, immer das gleiche Spiel, ich laufe hier immer im Kreis. Fische habe ich. Ach ja, ich wollte ja eigentlich Anker unten lassen, damit ich einen Hai fangen kann. Aber gut, ich glaube, den Haiköder lasse ich mir für Bionano und mir quasi mal zur Reserve, falls wir mal keinen Platz so möglich haben. Ja, ich würde dann mal überall mal mit diesem Detektor drauf gehen, wo es möglich ist. Ich werde mich mal schnell von der Insel wegbewegen, weil die hat irgendwie so einen magischen Drang. Komm her! Zu sagen und ich möchte eigentlich weggehen. Ja, so ist das nun mal mit den Aufdringlichen. Yep. Okay, so, oh, jetzt haben wir uns schon ein bisschen entfernt. Das ist super. Jetzt könnte wieder ein bisschen Schrott kommen und so weiter, wie man das Leben eben so kennt. Aber wahrscheinlich sind auch diese Dinger hier. Voll. Einstellen. Einstellen. Hat Bionano die alle vollgehauen? Aber hallo. Ist mir ja, der Hauptsache irgendwo hin. Hat die auch vollgehauen? Nee, da nicht. Laufen auch alle in dieselbe Richtung? Ja. Wie geht es eigentlich den Tieren? Ich habe da ja nicht mehr nach den Tieren geschaut. Denen geht es gut. Ein Gockel. Zwei Lama. Hätte auch zwei Gockels gehabt. Da ist er. Gut. Hat sich versteckt, der Gockel.
Da ist die nächste Insel. Gut. Dann werde ich jetzt mal wieder die Motoren ausschalten müssen. Gut. Mal trinken, bevor ich wieder einschläfernd bin. Gut, okay. Dann soll ich mal die Segel dahin treiben. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung die laufen. In die Richtung. Na? Na, manchmal spinnt die Steuerung ja aber auch. Ich wusste gar nicht, dass es so nah aneinander zwei Inseln sind. Das muss ich mal kontrollieren. Ja, hier sind mehr. Mehrere Inseln. Na, dann warte ich mal wieder hier. So, gleich angedockt. Ich werde jetzt schon mal die Anker runterlassen und schon mal mit dem Detektor rübergehen. Ich werde wieder alles hier liegen lassen und so weiter, außer ich habe großen Schrottmangel, dann werde ich wieder Inseln abnehmen. Ja, und melde mich später wieder zurück.